Hütchenspiel also. Das sind die zwei Schwarzen. Oh Gott, also ich glaube, das da war auf jeden Fall ein Schwarzes. Und ich glaube, das... Nope, verdammt. Das ist es auf jeden Fall mal wieder. Das zweite kann ich mir immer nicht merken, das verschwindet immer so in der Mitte. Vielleicht das? Nope. Es ist immer dasselbe, ne? Ich merke mir immer dieses hier, ist auch irgendwie immer dasselbe. Vielleicht achte ich das nächste Mal einfach ganz explizit auf das andere. Das da? Ja! Hurra! Muss ich mir gar nicht mehr merken. Steht hier irgendwas? No. Okay, dann öffnen wir diese blaue Kiste. Ich glaube, es ist ein neues Dungeon-Item. Oder ein Schlüssel. Wow, jetzt kann ich den Schlüssel equippen. Der hat die Form eines Pfeils. Damit kann ich jetzt jede Tür öffnen. Leider sind das Teleporter. Oh. Zelda does not approve. Achso, und jetzt geht's nach links. Okay. Dann haben wir hier alles abgeschlossen. Das freut mich. Es fühlt sich komplettiert an. Die Rätsel sind ganz okay. Da komme ich gut durch. Das meiste sind auch keine wirklichen Knobelaufgaben, sondern eher ja, Geschick, beziehungsweise eher Gedächtnisaufgaben, Memory und ja, quasi ein Hütchenspiel mit Schaltern und Krügen. Hier gibt es nichts, nein. Sehe ich hier irgendeine Wand nicht? Könnte sein, das Licht ist gerade nicht so gut, aber ich denke, ich habe keine bröckelige Wand verpasst. Schneckis! Lass mal kämpfen, vielleicht sind es neue Schneckis. Ich glaube, die kennen wir. Neptunschale klingt auf jeden Fall bekannt. Naja. Kosch, Kosch! Heilt sich erstmal und Blutball auf alle. Blutball auf alle ist irgendwie immer eine gute Idee. Blutball ist einfach awesome. Ich habe schon lange keine neuen Zauber mehr gekauft, glaube ich, oder? Kommt mir auf jeden Fall schon lange hervor. Werden wir Guy und Deka überhaupt wiedersehen? Oder kriegen wir zwei ganz neue Partymitglieder? Ehrlich gesagt würde ich mir das nicht wünschen. Ich mag die zwei eigentlich. Vor allen Dingen haben die beide schon individuelle Stimmen. Bin auch froh, dass Tia weg ist. Jetzt habe ich nur noch eine Frauenstimme. Das ist der einzige Grund, weshalb ich mich freue, dass Tia weg ist. Ne? Der einzige. Sie war so ein toller Charakter. So ein wichtiges Partymitglied. Sie hat so viel getan. Das ist echt eine Tragödie. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll ohne sie. Werden wir noch was von ihr hören? Mal gucken. Wobei ich ihr natürlich auch wünsche, dass sie mal einen netten Typen abkriegt. Dann geht sie nämlich Kosch Kosch nicht mehr so auf den Sack. Denn ich glaube, die Hochzeit wird sie nicht, nicht aufhalten. Nein. Sie wird ihre Armee des Bösen weiter ausbauen. So, jetzt bin ich wieder komplett verwirrt. Von da unten... Nee. Hä? Kam ich jetzt von da... Müssen die respawnen? Pferdchen, bitte! Ich wollte gerade rausfinden, wo ich eigentlich herkam. Haben wir hier irgendwas? Wasserfontäne. Lass mal probieren. Vielleicht rostet das Pferd. Ja! Ah, 157 ist doch noch... Also 157 ist zu wenig, 166 zu viel, also 160. Wird es dann sein. Ach. Rätselraten um die AP meiner Gegner speichern. Da. Ich werde mir aber ein Tier safe behalten, einfach so aus Nostalgiegründen. Gut, damit ich was zu lachen habe. Fetzer, die sind auf jeden Fall neu und wir sind halb tot. Ah, wird man schon überleben. Na, wobei. Kosch, Kosch macht meiner Fehler. Heilung für alle wird bestimmt nicht so viel heilen. Es geht, es geht. Dafür, dass er gezaubert hat, keine magische Magierette, passt das. Oh, das macht aber nicht viel Schaden. Vielleicht liegt es auch dran, dass es auf 3 war. Keine Ahnung. Die halten mir zu viel aus. Den werde ich in Zukunft versuchen, aus dem Weg zu gehen.
ich kann es nicht versprechen. Ich merke mir diese Monster-Lauf-Pattern eigentlich nicht wirklich. Es wäre ziemlich egal, wie die auf mich reagieren. Ich versuche halt irgendwie durchzukommen und wenn es nicht so ist, dann ja, kämpf ich halt, so wie hier. Ah, da großartig mir das ganz genau anzugucken und so, das ist mir zu blöd, dann dauert es ja kürzer, die einfach schnell umzukloppen. War das jetzt hier ein Heal-Item? Füllt KP auf, danke für die aussagekräftige Information. Bam. Ah, seht ihr, 157 ist nicht ganz genug. Würde ich jetzt irgendwo noch 3 Schaden herbekommen, würde ich ja genau wissen, aber 3 Schaden sind heutzutage schwer aufzutreiben. Genauso wie gutes Personal. Sieg, Sieg! Heal-Stationen. Die sind nötig. Ah, nochmal speichern, jetzt bin ich gerade gehealt. Falls ich sterbe, vergesse ich es dann wenigstens nicht. Nein. Aus, Vincent. Pferdchen? Geh weg! Oh, so viele Wege muss das sein. Ernsthaft. Ah. Ah, keine bröckelige Wand, die ich verpasse. Sieht nicht so aus. Wow. Der Tuck. Was? Nochmal? Okay. Heißt es, hier ist es gleich ein Boss? Da unten war aber noch was. Ich hab's genau gesehen. Ah, okay. Schlüssel benutzt. Ist das der Raum? Nee. Das ist einfach nur... Okay. Und jetzt? Oh Gott, bitte. Okay, ich muss mir jetzt die Frage stellen, kann ich es weiterschieben, wenn ich auf so einem Schalter stehe? Ja, kann ich. Okay. Dann wird das aber trotzdem nicht funktionieren. Oh Gott, das kann jetzt wieder was werden. Sieht so simpel aus, aber es ist es nicht. Okay, schieben wir das mal hier durch. Fuck. Okay, so. Aber das funktioniert doch gar nicht. Ich muss ja irgendwas von innen dann reinschieben. Das ist ja völlig irrelevant. Nu?
Ah. I got it. Oh, da liegt der Baby! Samus! Samus! Das kann ich noch nicht bringen. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo der Baby ist. Ja, ja. Der Schlüssel ist ganz toll. Nicht ganz benutzt. Okay, jetzt muss ich mich erstmal hier weiter umgucken. Nee. Ah. Perfekt. So. Alles klar. Biene, den habe ich doch schon. Aber mein Gewissen ist beruhigt. Das ist alles, was zählt. Hui. Einmal healen, zweimal healen, einmal speichern. Wozu war dann der Raum davor? Das ist nur zwei Räume weiter. Na gut. Aber wir haben den Dungeon jetzt schon durch. Das heißt, wir können hoffentlich noch einen ordentlichen... Hallo Pferd. Ordentlichen Brocken Story mitnehmen. Lasst mich in Ruhe. Zack. Zack. So. Der ist doch irgendwie so halb aktiviert. Der Baby! Der Baby. Oder ein Gespenst. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist das ein fremdes Kind. Ich mache hier gerade die komplett falschen Dungeon. Jeros oder Jerris. Du bist hier. Jerris, geht es gut, nicht wahr? Keine Sorge, ihm geht es blendend. Noch. Aber wenn er noch ein bisschen weiter auf diesen kalten Fliesen liegt, könnte er sich einen Schnupfen einfangen. Oh, du Teufel. Was hat dir mein Sohn getan? Stinkert die ganze Zeit meinen Leuchtturm voll. Dunkle Mächte sind daran interessiert, dass dein Geschlecht für immer und ewig ausstirbt. Und deshalb habe ich das Baby hier aufbewahrt und nicht direkt getötet. Meine Blutlinie. Eigentlich ist es müßig, darüber zu reden, oder? Nein, gibt es doch... Bewegt euch nicht. Noch einen Schritt und ihr werdet niemals wieder das Licht der Sonne erblicken. Ist das nicht dein Ziel? Oh, ich vergaß. Sein Schicksal wird grausam, egal was ihr unternehmt. Moment, war das nicht die... Ah, nee, ah, ich dachte jetzt schon, die hat mich betrogen, die Sau. Was? Kosch, Kosch, jetzt! Oh. Mein Gott, ist ja fabulös. Idura war es, ja, gut. Okay. Idura. Ob ihn jetzt töten? Ich glaube ja irgendwie nicht dran. Furie. Und, oh, was haben wir denn hier alles? Speedy. Speedy auf beide. Okay. Show me what you got. Idura Donner. Oh, du hast eine Elementarattacke nach dir benannt. Oh. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Okay, Kosch greift einfach mal an. Kosch! Und Seven fängt direkt mal an, hier gegen zu heilen. Oh, 100? Das ist okay. Wenn wir das konstant so machen, Kosch, Kosch! Schlägt zu. Seven heilt immer so für 100 Schaden. Oh, oh. Er sollte lieber wieder seine selbstbenannten Donnerattacken benutzen, die machen weniger Schaden. Holy Macaroni. Zum Glück sind wir schneller. Speedy Gonzales sei Dank.
Und Fumi, ja, der ist auch da. Ja, schon ein bisschen süß, ne? Auf beide. Ja, sollte gehen. Wird vielleicht ein bisschen dauern. Aber geht. Geht. Tee. Tee geht auch. Jetzt nicht mehr, weil er jetzt alle ist. Na. Naja. Draufhauen. Muss Silence MP dürfen nicht ausgehen, aber da muss Kosch halt mal eine Runde Schluss mit Schnetzeln machen und MP-Items verteilen. Falls ich überhaupt welche habe, habe ich MP-Items? Werde ich schon haben. Okay, jetzt kann Silence sogar mal zaubern. Ich überlege bloß gerade, ob ich Kosch nochmal aufbuffe. Ich buffe ihn nochmal. Das hat so um 23 erhöht, deshalb denke ich mal, wird jetzt an dem Maximum sein. Irgendwie macht er auch nicht wesentlich mehr Schaden. Naja. Bam! Oh! Fumi, warum nicht immer? Plasmastrahl, das klingt nicht gut. Ah, okay. War okay. Nein, Fumi! Na gut. Fumi kann man auch nicht gegenheilen, von daher, was soll ich machen? Als Sandsack ist er in so Bosskämpfen schon ganz gut. Und er hat auch ein bisschen Damage gedrückt, von daher. Er hat sich eine Pause verdient. Im Jenseits. Der beste Pausenraum ever. Du musst stark sein, Kosch. Kosch! Ich glaube... Harlequin. Na, der muss weg. Und zwar ganz fix. Vielleicht reicht diese Kombo sogar schon. Nein, reicht nicht. Das ist nicht gut. Oh nein, der Plasma hat. Oh, ich hoffe, der haut nicht zu. Oh mein Gott! Was zum Teufel? Warum ist hier diese ganze Ausrüstung? Oh, weil ich sie ja sortiert habe. Alles weiter oben. Okay. Was davon belebt ihr jetzt wieder? Stellt Kampfkraft wieder her und fügt. Ah ja. Ah, davon habe ich auch nur drei. Please don't die. Der Harlequin wird jetzt Kosch angreifen, oder? Ja. Okay, und das hat Kosch überlebt. Und ich hoffe mal, dass der Harlequin das jetzt nicht überlebt. Ja, sehr gut. Leben für unseren Sohn. Wie heißt er noch, Hans-Dieter? Ich hätte vorher vielleicht einkaufen sollen. Es mangelt an Heilsirupen. Ich hoffe, er holt nicht nochmal Verstärkung. Au. Ist doch gut, Mensch. Lass doch die arme Frau in Ruhe. Und sag mir nicht, das ist ein Kampf, den ich verlieren muss. Na, muss ich nicht. 5100 Erf. 1250 Gim. Keine Art ein Level Up. Na gut. Hatten wir ja erst. Aha. Ja, von dem haben wir dich das letzte gesehen. So, meins. Ah, oh, mein Baby Jarrus. Es ist in Sicherheit. Moment, die hat ein bisschen so gesprochen. Nicht so quietschig. Iris. Schön, dich wiederzusehen, Kosch. Kosch! Ich sehe, du hast diese Macke immer noch nicht abgelegt. Ihr macht das doch alle. Ich habe meine Reise begonnen, wie du es mir gesagt hast. Und dann hat es irgendwie darin geendet, dass ich ein Kind gezeugt habe. Upsi! Ich habe an vielen Orten mit vielen Leuten gesprochen und ich habe Selen getroffen. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich habe Gates besiegt und der Welt den Frieden zurückgebracht. Ist damit mein Auftrag erledigt? Eigentlich schon, aber dein Schicksal hat sich geändert. Haha! Was soll das heißen? Wenn du gestorben wärst, nachdem du Gates besiegt hättest, hätte Frieden geherrscht. Aber jetzt hast du die Welt ins Chaos gestürzt. Herzlichen Glückwunsch, du Arsch. Aber du hast Selen geheiratet und einen Nachkommen hinterlassen. Deshalb geht die Welt jetzt doch unter. Ja, TTYL, ne? Du hättest eigentlich diesen Turm nicht lebend verlassen dürfen. Aber ich... Ich habe dich gerettet, weil ich dich liebe. Achtung. Der Fluss der Zeit ändert sich ständig.
so dass auch ich nicht mehr in die Zukunft sehen kann. Aber ich kann dir sagen, dass für dich jetzt die Zeit gekommen ist, zu gehen. Um deine Liebe zu schützen, musst du wieder in den Kampf ziehen. Willst du damit sagen, dass es noch einen Gegner gibt, der stärker als Gates ist? Wenn du tatsächlich die Kraft besitzt, das Schicksal zu beeinflussen, dann wirst du eines Tages wissen. Ja, oder du sagst es mir einfach jetzt. Nein, eines Tages. Ich bin mysteriös. Gosh. Gosh! Selen, geht es Jarrus gut? Ja, aber er weint jedes Mal, wenn ich deinen Namen wiederhole. Das ist mir egal. Denk an unseren Lebensunterhalt. Ja. Du wirst wieder in den Kampf ziehen, nicht wahr? Ich muss gehen, weil das die mysteriöse Fremde gesagt hat. Um Jarrus und dich gegen das Böse zu verteidigen. Oder bleibt Selen zu Hause und Tia kommt wieder? Oh Gott. Ich gehe mit dir. Nein, das geht nicht. Du musst bei unserem Sohn bleiben. Ach, Quatsch. Der braucht mich doch gar nicht. Wenn ich eine gewöhnliche Mutter wäre, dann könnte ich mit Jarrus auf deine Rückkehr warten. Aber ich bin eben nicht gewöhnlich. Ich kann kämpfen. Ich will kämpfen, um Jarrus zu beschützen. Und deswegen lasse ich ihn zu Hause alleine rumliegen. Wenn er es überlebt, bis wir zurückkommen, gut. Wenn nicht, dann haben wir noch Fumi. Vielleicht siehst du ihn nie wieder, wenn du jetzt mit mir gehst. Wenn wir den Feind nicht besiegen können, wird es mit dieser Welt sowieso bald vorbei sein. Aber... Aber was? Ich werde zu Jarrus zurückkehren und ein friedliches Leben mit euch beiden führen. Ich wusste, dass ich dich nicht davon abhalten kann. Gut, zuerst sollten wir Idura finden. Lass uns vorher noch nach Pandoria gehen, wir können Jarrus ja nicht mitnehmen. Gut. Bei wem geben wir ihn ab? Bei der Kirche? Oh nein. Tante, pass bitte auf Jarrus, meinen Schatz, auf. Mein Schatz. Das werde ich, Selen. Doch warum ziehst du wieder in den Kampf? Es wäre doch so schön, wenn du nur Mutter sein könntest, oder nicht? Aber ich bin doch glücklich. Ich kämpfe für die Menschen, die ich liebe. Das musst du schon selbst wissen. Ich werde auf jeden Fall gut auf deinen Sohn Acht geben. Danke, ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. Selen, du musst bald wiederkommen. Jarrus braucht seine Mutter. Ich weiß, Tante. Bye! Endlich bin ich ihn los. Lass Jarrus ruhig bei mir und komm bald wieder. Okay. Dann müssen wir jetzt ausziehen, ohne wirklich einen Plan, wohin. Gut. Soll mir recht sein. So. Ja, mal gucken. Erstmal würde ich jetzt gern einkaufen. Einkaufen klingt amazing. Ah, meine Waffen sind so scharf wie die Zähne eines Tigerhais. Mein Gott, wäre es nur ein Hai oder ein Tiger, dann wäre es ja gewöhnlich, aber ein Tigerhai, oh mein Gott. Die ultimative Killermaschine. Willkommen. So, was war das, was jetzt wiederbelebt? Das habe ich gar nicht mehr. Füllt KP auf, stellt KP... Ach doch, Heiltrank, hier. Dafür habe ich ja noch 25. Warum habe ich dann halt Sirup benutzt? Mäh. Aber trotzdem kann ich noch ein paar Krafttränke vertragen. Ah ja, genau, 51. Ja, 15. 15 sollten gut sein. Nochmal 5 Heiltränke. 5 Heiltränke. Davon habe ich 5, davon habe ich 5. Ich denke, ich kaufe von jedem davon noch 5. Kostet ja nicht viel. Und was man hat, das hat man. War, brauche ich nicht. Flucht brauche ich nicht. Kopftropfen. Erhöht Int während des Kampfes. Nee. Das brauche ich nun wirklich nicht. Okay. Bye. Aber wohin? Durch den Turm? Na, da ging es ja eigentlich nicht weiter. Boah, das Spiel lässt mich jetzt gerade wirklich planlos, ne? Schwerttempel. Die haben Probleme. Ah, ich glaube, hier war ich aber schon. Wie ging nochmal flüchten? Ah, da. Okay. Tschüssikowski. So viel dazu. Haben wir es dann? Ich will flüchten. Lasst gut sein. Okay, jetzt aber. Falsch.
Tschüssikowski, Herr Trottel. Ich denke, ich gehe einfach nach Westen. War da nicht diese Burg, wo Deka gehaust hat? Einfach mal gucken. Den nächsten König suchen, der wird schon wissen. Oder gab's bei uns nicht einen König? Da war doch ein Schloss über der Stadt, oder nicht? Oder nicht? Ja doch. Gehen wir mal zum Knick. Lasst mich. Ich will nicht. Schloss Pandoria. Hallo, Kommandantin. Ah, Kommandantin. Hallo, Korsch. Korsch! Uff, 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 tuff, 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 tuff. Hallo, König. Ich habe gehört, dass Idura nach Alea gegangen ist. Geht durch den Tempel östlich von Rusalka. Wo ist Rusalka? Was labert ihr? Ich weiß doch nicht mehr, wie das ganze Zeug heißt. Und es gibt keine World Map. Oder gibt es eine? Lass mal gucken. Gruppe Interessenario. Aha. Schlüssel zum Schwerttempel. Ah, okay. Optionen. Nee. Status. Ich wirklich. Kapsel, Fumi füttern, vielleicht hilft's. Labakutte haben wir nicht. Wo ist Rusalka? Ich gehe einfach mal in die nächstbeste Stadt. Tempel nach Pandoria. Ja, da kommen wir her, aber wo geht's zurück? Dürft passieren, danke, das weiß ich auch. Hallo? Wer von euch ist Rusalka? Bist du Rusalka? Clamento. Ich glaube, Rusalka war weiter westlich. War das nicht sogar das letzte, wo wir waren? Die letzte Stadt. Echt keine Ahnung mehr. Aber der König wusste zumindest Bescheid. Wie gesagt, diese allwissenden Könige und Bürgermeister und Dorfältesten, die haben einfach voll den Plan. Ich will nicht. Warum ist Helen eigentlich nicht geheilt? Wir haben uns doch sowas wie ausgeruht. Hier geht's nach Gordovan. Ich glaube, danach kam Rusalka, oder? Die ist immer noch kaputt, ihr faulen Schweine. Gut, jetzt kann ich nach Minias reisen. Doch ein bisschen Angst bleibt. Wir werden sofort mit dem Wiederaufbau beginnen. Ja, sofort. Jeden Augenblick. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln.